Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Feeds Beasts Infinity Evolved. Ich bin heute mal wieder alleine und wir machen heute Heiter Writer. Erstmal holen wir uns hier das Advanced Soul nachher raus und geben uns sofort das nächste in Auftrag. Ist soweit alles da, sehr schön. Start. Gut, dann erstmal hier hoch zum Eingang, das Solarpanel dann auch anschließen. Und dann schauen wir jetzt mal hier drüben, wie sieht das hier aus? 10 Billionen Fs dann drin, kann man mal machen. So, wir waren jetzt aber noch hier drüben dran bei der Mob-Farm. Da müssen wir noch einen Eingang für machen. Machen wir was. So. Das war jetzt auch schon fast perfekt. So, das kennt schon nachher. Obwohl, das macht jetzt gleich auch schon schön. So viel Zeit muss sein. So, das Zeug hier kann dann mal weg. Nehmen wir mal Cleanstone mit. Was haben wir noch an Stein? Komm, arbeiten wir mit Quarrystone oder? Also die Glowstones hier nehme ich auf jeden Fall mal mit. Was haben wir hier noch so? Mal einen Boden aus Plumwood machen. Was haben wir noch? Skystone? Nee. Ah, komm, dann nehmen wir mal einfach Quarried Stone. Ach, der muss ja noch gebacken werden. Flup, flup, flup. Gut, dann gehen wir mal in den Hauptraum. Muss ich auch noch fertigstellen hier. So, da wenn ich noch einmal hier bin, kann ich mal den Capacitor wieder rausholen. Wie sieht das hier aus? Alter, das ist bald voll. Das auch dann mal was Puffer, dann kann ich auch mal den Spawner ausstellen. Und hier. Alter. Gut. Ich glaube, das muss ich demnächst mal anders machen. So, jetzt aber Eingang. So, jetzt erstmal hier neuen Boden drunter. So. Na, das wollte ich verändern. Also okay, ich habe schon gewundert, weil darum das jetzt hier falsch rumläuft. Ich bin mal gespannt, wie das gleich aussehen wird mit den ganzen Mobs, die dann runterkommen werden. Weil heute werden wir das auf jeden Fall fertig machen. Ich weiß jetzt nicht, ob das für euch in dieser Folge sein wird. Aber für mich wird es auf jeden Fall in dieser Aufnahme sein. Ich habe hier schon alles auf Extract. So, ich habe auch schon einen Ender Generator mal 64 vorbereitet. Der wird dann hier alles bepowern. Ich schätze mal, da wird genug rüberkommen. Mache ich aber auf jeden Fall mal so. Weil ich möchte nicht, dass jetzt hier irgendwelche Mobs dann hinkommen und sagen: Nee, 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 du kannst doch gar nicht. Weil das sehe ich schon kommen, dass sowas passieren wird. Und da wird es Sicherheitsvorkehrungen geben. So, also ich hoffe, die Grinder werden ausreichen. Ich würde da erstmal jetzt ein paar Dia-Chests für den Anfang nehmen, damit ich sehen kann, wie viele Resonant-Chests wir brauchen. Weil das wird schon eine heftige Mobfarm werden. So, ich muss auf jeden Fall dann später an der Decke noch was anbringen. Und zwar hatte ich mir überlegt, dass wir die Spawner im Notfall auch noch ausschalten können über ein Wireless-Signal. Da gab es dann die Möglichkeit für, soweit ich weiß. Und soweit ich weiß, weiß ich nichts.
Okay, das haben wir. Na. Zack und zack. Ja, das wollte ich. Ich wollte auf jeden Fall da sagen, sehen, womit das verbunden ist. Ich wollte hier drauf. Aber danke schön. So, sehr schön. Cleanstone haben wir und jetzt hier noch das Ganze anschließen. Extract. Extract. Alter Fälle, das wird eine krass extrem große Mob-Farm werden. Ich habe echt ein bisschen Angst, dass das eine zu heftige Mob-Farm wird. Aber wie heißt das so schön? Geh ham, go ham or go home. Und wir gehen auf jeden Fall auf voll ham, also richtig full Schinken. Okay, das haben wir mal so. Dann nehmen wir jetzt hier den Builder's Wand, den ich immer noch vom lieben Speed habe. Den muss ich dann nachher auch noch wiedergeben. So, zack. Zack. Na, zack. Zack. Und zack, sehr schön. Oh. Hallo, Kollege. Ja, ich glaube, da mache ich ein bisschen noch. Ich hole erstmal hier. Na, geh's runter. Mehrraum bitte, danke. Das kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann. Ich hab's auch keine Ahnung, wieso ich einen Endertank im Inventar habe, aber ich habe einen Endertank. So. Ich habe gar keine Ende. Okay. Dann wird es doch mal wieder Zeit. Wir starten die Mob-Farm wieder. Weil Enderperlen sind für uns wichtig. Na, kommt was? Ah, sehr schön. Gut, also das hat mich jetzt echt ein bisschen überrascht. Ja, neuer Octopill, das ist bald nichts mehr Neues. Die Quarry-Blöcke nehmen wir mal. Okay, haben wir schon eine Enderperle, die werden jetzt da reinkommen. Wie sieht das hier aus? Hier ist alles in Ordnung. Dann gehe ich mal ganz schnell zum Street rüber und mobs mir dann bei dem mal schnell. Die hat hier unten ja auch eine kleine Enderperlenfarm. Da mobs ich mir mal gerade ganz schnell zwei Enderperlen. Hätte ich nicht gedacht, dass ich keine Enderperlen mehr hätte irgendwann. So, dann können wir jetzt einmal die beiden Elevator machen. Eine Diagest. Network, das brauchen wir auf jeden Fall nicht. Die werde ich vielleicht irgendwann auch nochmal zeigen, vorstellen. Oder so. Ach, da habe ich ja noch. Dann nehme ich da hier die Diamond Chest. So, vier Stück werden reichen. Ah ja, die Quarried Blöcke noch. Nicht Quarz, Quarried. Ja, ich muss auch dringend mein neues Quarz farmen. Ich werde auch generell mal wahrscheinlich schauen, dass ich hier ein paar mehr. Es klingt schon wieder übertrieben, aber ich werde mehr. Sammeln schnell. Hier mehr Quarries mal aufstellen, danke. Ja, genau dich meine ich. Danke, dass du mir das gesagt hast. Bin stolz auf dich. So, das habe ich jetzt extra so aufgebaut, weil dann kommt jetzt einmal hier der Elevator und einmal hier. Dann kann man zack, zack. Sehr schön.
So. Okay, wir brauchen aber jetzt habe ich es wieder etwas vergessen. Einmal Item Conduits, ein halbes Stack. Dienstern brauchen wir nicht mehr. Eingang. Und dann ein, was hier sind. Zack. Okay. Dann einmal hier die Verbindung ran. Sehr schön. Und dann einmal sagen, das wird hier inserted. Insert. Insert. Und insert. Ja, danke für alle Leck. Hier machen wir natürlich auch noch die Planks hin. Soll denn da was aussehen? Okay, das darf ich nicht machen. Wenn, dann muss ich das so machen. Jawohl. Das war dann doch schon wieder zu viel. Wieso ist hier Lava? Ernsthaft, hier ist eine Höhle direkt mit Lava. Jetzt nicht mehr. Okay. Obwohl, warte, 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 warte. Ja, du, genau du da. Du sollst mal einen Moment warten. Du kommst einmal her. Das machen wir jetzt ganz einfach. Ah ja, so wurden die gemacht. Wir nehmen jetzt hier mal komplett den Quarried Stone zum Bauen, weil davon haben wir echt massig. Dann können wir da noch so eine Art Umwandlung machen, damit das schön aussieht. Wird jetzt eh nicht, weil ich jetzt gebaut habe. Kappa. Ich schätze mal eh, das ist entweder einer von den. Ich hätte mal eher Speed wird hier mal was bauen. Das halt was besser aussieht, weil ich glaube, das ist so eher dem sein Metier. Auch so ein komisches Wort. Metier. Wer von euch hat eigentlich alles mal eine Fremdsprache gelernt wie Französisch? Jetzt außer Englisch. Englisch ist ja mittlerweile schulisch, ist das gesehen. Ja, das ist ein Muss. Aber würde mich mal interessieren, was ihr alles so für Sprachen könnt. Weil ich würde das Ganze mal auch versuchen, ein bisschen mehr Kontakt zu der Community aufzubauen. Hatte ich ja schon länger versucht, auch jetzt über gegen meinen Willen eigentlich auf Twitter. Mittlerweile habe ich mich mit angefreundet. So, auf jeden Fall, was könnt ihr so für Sprachen? Das würde mich interessieren. Habt ihr überhaupt andere Fremdsprachen gelernt in der Schule oder dann wirklich nur Englisch? So, auf jeden Fall. Moment, hier kann noch was. Spawnen, genau. Dafür hatte ich die hier mitgenommen. Zack. Ah, ne, Moment, das setzen wir eins darüber. So, hier einen. Dann machen wir nochmal. Machen wir hier in den Boden noch ein, und zwar hier und hier. Und damit das einfach so aussieht, auch noch hier. 1, 2, 1. Perfekt. Supi. So, 14 Minuten. Ach komm, ich nehme den Expressway. Habe ich jetzt schon wieder Enderperlen? Nein. Irgendwas stimmt da gerade nicht. Was ist hier los? Moment. Wieso hat da ein Kap...
Also das würde mich jetzt mal gerade ganz ehrlich interessieren, wieso da ein Kabel gefehlt hat. Oh, hier kann man spawnen. Da werde ich auf jeden Fall mal nachforschen, weil das ist verdammt gefährlich, wenn hier was fehlt. Weil ich glaube, jetzt kommen die schon wieder nicht richtig. Enderperlen, Kohle. Hier ist drin, hier ist drin. Okay, da muss mal. Da muss Meister Schlitz ran. Jetzt halt. Nein, das wollte ich nicht. Jetzt machen wir das mal ganz einfach. Jetzt, so, jetzt hole ich mal die alte PvP-Jacke raus, wie der liebe Tribulo sagen würde. Oh, eine Hexe. Das kann da rein. Das. Aber wieso arbeiten die nicht? Oh, das kann ich auch hier rein. Wieso arbeiten die es gerade nicht? Hier muss doch irgend etwas anstauen. Finde ich jetzt echt interessant. Zucker. Sulfur. Ganz. Ich glaube, das machen wir mal ganz einfach. Redstone? Das ist voll. Okay. Gut zu wissen. ME-Raum da. Oh. Hallo, Enderman. Hallo, andere Enderman. Das sollte jetzt. Ja, okay. Haben wir noch eine DSO? Jawohl. Dann mache ich einfach mal. Das ist ein. Ach, was mache ich? Stelle ich mir, damit ich das weiß. Marble, das kann weg. Die Sticks auch. Und die Coin, da brauche ich dann wieder das. Tut mir leid, dass ich jetzt gerade mal hier so einen kleinen Exkurs machen musste, nenne ich es jetzt mal. Ist auch ein Exkurs. Dann stecken wir hier die DSO rein. Jawohl. Ja, da hat er sich Redstone angestaut. Dann sollte das jetzt aber auch wieder klappen. Wie das so eine. Na gut, das behalte ich jetzt mal im Auge. Jetzt mal bei 19 Minuten. Was wollte ich denn? Ich hatte noch einen Generator. Hier den Ender Generator. Der müsste doch eigentlich auch mit Eye of Ender zu betreiben sein. Halt. Komm, machen wir einen Expressway. Ich brauche noch einen Item-Filter. Mehr. Als ob ich kein Papier mehr habe.
Dann mache ich mal ganz schnell anderes Papier. Weil für Paper gibt es noch ein Rezept. Und zwar hier mit Sawdust. Ja, nehmen wir das mit Sawdust. Sawdust kriegen wir über einen Pulverweiser in Holz reinschmeißen oder in das Sawmill. Wollen wir es haben. Komm ich schon mal Gott. Stimmt, die habe ich immer noch nicht angeschlossen. Boah. Das geht doch bestimmt auch in das Sawmill, oder? Woodpulp, damit kann man das auch machen, oder? Hoffe ich zumindest. Nein. Komm, ich beende jetzt hier die Folge und hol dann offscreen mal ein bisschen Schuhe ran. Gut, machen wir so. Gut. Alles klar, wenn es euch schon gefallen hat, gebt einen Daumen. Wenn nicht, Anmerkung, Kritik, als in Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.